Hallo und herzlich willkommen zu diesem Infovideo über das kommende DLC für Jurassic World Evolution 2, nämlich das Dominion Malta Expansion Pack. In diesem Video möchte ich euch einmal zusammengefasst alle Infos mitgeben, die wir schon so durchs Internet herausfinden konnten. Und ich will euch auch möglichst viel Bildmaterial zeigen, also alles, was ich so recherchieren konnte. Und hier haben wir jetzt gerade auch schon die erste Info über das DLC gesehen. Das Ganze kommt nämlich am 8. Dezember 2022 raus und wird 19,99 € kosten. Und dann kommen wir auch schon zu den Inhalten. Nämlich werden wir insgesamt 4 neue Spezies bekommen, mit jeweils 12 verschiedenen Hautfarben und 7 Hautmustern. Das heißt, da wird es dann wieder sehr, sehr viele Kombinationsmöglichkeiten geben. Zum einen haben wir da den Atrociraptor. Dieser wird auch noch zusätzliche Dominion-Skins haben, nämlich einmal den Ghost-Skin, den Red-Skin, den Tiger-Skin und den Pantera-Skin. Als nächstes haben wir den süßen Lystrosaurus. Dieser wird auch einen 2022 Dominion-Skin haben. Und als dritte neue Art gibt es den Oviraptor. Auch hier gibt es dann wieder eine 2022 Dominion-Version als Skin. Und der vierte im Bunde ist der Morus intrepidus. Auch dieser wunderschöne gefiederte Fleischfresser wird dann einen 2022 Dominion-Skin haben. Und der zählt zu den winzigen Dinosauriern, so wie zum Beispiel auch der Compi oder der Lystrosaurus. Und das heißt, der ist kleiner, als ich ihn mir vorgestellt hatte, muss ich sagen. Und ich glaube tatsächlich, dass wir den sogar schon zu Gesicht bekommen hatten hier in dem Trailer. Nämlich da unten. Könnt ihr das erkennen? Wartet mal, ich gehe mal mit der Lupe da ein bisschen ran. Das ist er, glaube ich. Ich meine, das ist auf jeden Fall kein Compi und was soll das sonst sein? Also der ist wirklich winzig. Also von der Form her kommt das schon hin. Das müsste er, glaube ich, sein. Aber das ist ja interessant. Das heißt, wir hatten den sogar schon im Trailer zu Gesicht bekommen. Und zusätzlich zu diesen 4 neuen Spezies bekommen wir auch noch 3 neue 2022 Dominion-Varianten. Da haben wir als allererstes den Allosaurus. Dann eine gefiederte Variante von dem Dimorphodon. Und auch noch den Iguanodon. Bei dieser neuen Iguanodon-Variante wird es dann auch 12 verschiedene Körperfarben und 7 Muster geben. Das heißt, da hat man dann auch wieder viel Variation. Und es wird auch noch einen neuen Skin für den Carnotaurus geben, nämlich eine vernarbte Version. Und zusätzlich zu den ganzen neuen Arten, Varianten und Skins wird es auch eine neue Kampagne geben. In dieser muss man begleitet von den Filmcharakteren auf 3 verschiedenen Standorten am Mittelmeer, also ja, Malta halt. Also 3 Inseln sind das sogar. Also das sind, glaube ich, die ersten Inselkarten, dann, wenn mich nicht alles täuscht. Dort muss man auf jeden Fall jeweils einen Jurassic Park oder so einen Dinosaurierpark errichten. Und das Ganze spielt vor den Ereignissen von Dominion. Das ist nun mal ganz interessant, finde ich. Das heißt, der Film kommt erst dann nach dieser Kampagne. Das Ganze ist übrigens ein brandneues Unternehmen, also nicht sowas wie Biosyn oder jetzt zum Beispiel DFW, was wir ja vorher schon als Kampagne hatten. Also es wird dann nochmal wieder ein eigenes Unternehmen sein. Was ich da sehr interessant finde, ist, dass man halt in Zusammenarbeit mit dem Untergrund, also dem Schwarzmarkt wahrscheinlich, und auch den Behörden arbeitet. Das heißt, man ist da so die ganze Zeit im Zwiespalt und muss halt beide Seiten glücklich halten. Also die gute Seite und auch die schlechte Seite. Aber man muss halt beide benutzen, um dann erfolgreich zu sein. Und es kommt dadurch auch ein neues System, um halt Dinosaurier für den Park zu gewinnen, ins Spiel. Nämlich die Saurierbörse. Das wird dann wahrscheinlich der Schwarzmarkt sein, gehe ich mal von aus. Dass man dann dort irgendwie Dinosaurier steigern kann oder sowas. Aber das heißt, das ist dann schon die 4. Beschaffungsmethode, um an Dino-DNA oder Dinosaurier zu kommen. Weil mittlerweile haben wir ja Fossilien, das ist ja ganz normal Standard. Dann Freilebende kann man ja einfangen. Dann hatten wir die Bernsteinminen mit dem letzten großen DLC. Und jetzt die Börse. Aber in dieser Malta-Kampagne muss man dann auch wirklich die Börse benutzen, weil Expedition und Extraktion von Fossilien wird es dann nicht geben. Man kann übrigens auch in dieser Dinosaurierbörse Eier- und Genomdaten finden. Das heißt, man kann dort nicht nur lebende Dinosaurier jetzt ersteigern, sondern auch wirklich diese Daten, dass man die dann wirklich selber ausbrüten kann.
Und ich hatte ja gerade schon gesagt, dass man halt mit dem Untergrund zusammenarbeitet und auch mit den Behörden. Und man muss halt durch verschiedene Aktionen dann mit denen Vertrauen aufbauen. Und wenn man dann halt das Vertrauen ein bisschen gesteigert hat und so, schaltet man dann halt auch neue Sachen frei. Zum Beispiel Aufrüstung von Brutanlagen oder auch neue Standorte. Also man fängt ja auf einer Insel an. Und wenn das Vertrauen dann wächst, dann kann man halt auch weitere Inseln freischalten, bis zu drei dann halt. Und was ich daran dann nochmal sehr interessant finde, ist, dass die Fortschritte, die man auf der einen Insel macht, auf der anderen dann auch erhalten bleiben. Das heißt, wenn man was erforscht hat auf der einen Insel, dann kann man das auch mit auf die anderen Inseln mit rübernehmen. Und man kann sogar auch Dinosaurier mit rübernehmen. Das heißt, man arbeitet sozusagen so ein bisschen parallel auf allen drei Inseln gleichzeitig. Am Ende der Kampagne ist das Ziel natürlich, dass dann auf allen drei Inseln die Dinosaurierparks gut laufen und dann schafft man halt die Kampagne. Und natürlich kann man diese drei Inseln dann auch im Sandkastenmodus freischalten und spielen. Und wo wir gerade beim Sandkastenmodus sind, dort wird es dann auch ein neues Gebäudeset geben, so im Malta-Stil und auch neue Dekorationen. Dafür springen wir jetzt aber einfach nochmal hier gemeinsam in die Screenshots, weil da kann man dann schon einige Gebäude sehen. Und auch noch ein absolutes Highlight, das habe ich euch noch gar nicht gesagt. Nämlich wird es auf einer Karte eine offene Lagune geben und das ist diese hier, also hier ist die Lagune. Aber ich glaube, das ist nicht mal nur der Kreis, weil hier sind auch noch Beobachtungsgalerien, wenn ihr das seht. Also ich frage mich echt, wie das dann ist mit den Wassersauriern. Ist dann hier so ein Moser einfach, der hier frei rumschwimmt? Oder ist dann hier irgendwie unter Wasser noch eine Barriere? Muss ja fast, ne? Es wäre schon irgendwie komisch, wenn die dann in die Freiheit einfach schwimmen könnten. Aber das sieht halt optisch echt cool aus, weil dann die Gebäude hier wirklich so mit einem Steg direkt über dem Wasser sind. Ich glaube, das hier ist die Brutstation, wenn mich nicht alles täuscht. Oh, wartet mal, das hier sieht auch noch interessant aus. Was ist das denn hier? Ist das so ein Besuchersteg oder sowas? Was könnte das sein? Das könnte auch ein Fischfieder tatsächlich sein. Weil hier ist ja auch nicht so eine Lagunenmauer jetzt am Rand. Ah, da kann man natürlich wieder viel spekulieren. Noch mal ein bisschen ranzoomen. Mal direkt machen sollen. Egal. Ah, das ist schon interessant. Das könnte alles sein. Und dahinter seht ihr dann auch noch so ein paar Gebäude, zumindest schon mal in diesem Stil so ein bisschen. Hier sind dann auch noch Beobachtungsgalerien. Also hier zum Beispiel. Ein neuer Zaun ist das jetzt hier, glaube ich, nicht. Aber hier kann man zum Beispiel auch schon die Bepflanzung und so sehen. Ich finde auch hier die Klippen sehr cool. Also die Karte allgemein sieht nice aus und auch hier das Tor ist sogar auch neu vom Design. Ansonsten sehe ich jetzt hier auf den ersten Blick nicht. Falls ihr noch was seht, schreibt es gerne in die Kommentare. Ne? Ich kann ja auch mal gerne was übersehen. Wir haben aber noch einen zweiten Screenshot, nämlich diesen hier. Der dürfte dann auch von einer anderen Karte sein. Da sieht man dann auch schon einige Industriegebäude, wie die so im Stil sind. Finde ich auch echt cool. Hier will ich nochmal eben schnell ranzoomen. Die sind dann alle mit so, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, den Stein. Aber das hier ist auf jeden Fall eine Ranger-Station. Und auch hier, die sieht man auch schon die neue Deko. Das hier ist zum Beispiel so ein roter Wagen und die sind auch so Ruinen. Ich weiß nicht, ob man die dann auch platzieren kann, auch so Ruinenmauern und sowas. Das könnte ich mir vorstellen, dass dann diese Ruinenmauern Deko-Objekte sind. Damit man auch solche maltesischen Städte nachbauen kann. Die anderen Gebäude hier sehen auch echt interessant aus. Aber ich muss jetzt eigentlich doch nochmal eben an das Ding hier ran scrollen, weil das hier sind auch neue Ranger-Team-Skins. Die gibt es auch. Und auch MVU-Skins und auch Einfang-Team-Skins. Also da gibt es auch ein komplett neues Malta-Skin-Set dann von diesen Jeeps. Ich werde jetzt ja auch safe was übersehen. Neue Wege sehe ich jetzt leider nicht. Aber ihr müsst auch immer so ein bisschen auf die Bäume und Bepflanzung und so achten, weil da werde ich jetzt nicht alles einzeln drauf eingehen. Aber das hier scheint alles neue Deko zu sein. Aber man übersieht halt auch echt leicht was. Also ich glaube, das hier ist auch neue Deko. Denn diese ganzen Ruinensachen. Hier hinten auch solche Ruinensachen sind Deko. Und was ich auch noch interessant finde, hier ist jetzt auch nochmal so ein Auftrag. Und dann seht ihr, dass man hier das Vertrauen von den Authorities, das sind dann wahrscheinlich die Behörden und diese der Untergrund, das muss man halt erhöhen. Da gibt es dann wohl auch jetzt so einen Wert. Das ist jetzt 22 von 30 und den muss man erhöhen. Und das könnte sein, dass das diese Bilder sind, oder? Das hier sieht aus wie der Schwarzmarkt und das hier wie die anderen. Auch im Announcement-Trailer sieht man nochmal einiges von der Landschaft. Da hat man zum Beispiel hier auch so, was ist das? Ist das eine Burg? Schloss? Ich weiß es nicht.
weiß nicht, wie man sowas nennt. Auf jeden Fall ist es richtig cool, dass man hier so eine Hintergrunddeko dann hat von seinen, bei seinen Parks. Das ist schon echt nice. Aber es sieht so, gar nicht so krass nach Insel aus, ne? Es sieht hier schon wieder fast nach Festland aus, muss ich sagen. Aber im Text steht auf jeden Fall Insel drin. Sorry übrigens, wenn das hier so ein bisschen laggt, wenn ich das hier durchscrolle. Hier sieht man nochmal richtig gut die Gebäude. Die sind echt schön vom Stil. Kann man den Stein dann auch nochmal sehen. Und hier unten ist dann der kleine, den wir vorhin schon entdeckt hatten. Das ist dann das neue Helikopter-Design. Ist auf jeden Fall sehr, sehr schick, muss ich sagen. Die Bäume finde ich auch sehr, sehr schick. Also gerade hier die, die ich jetzt so mal markiere. Die finde ich optisch sehr nice. Nach neuen Felsen sieht es hier ehrlich gesagt nicht aus. Aber man sieht hier schon mal wieder die Beobachtungsgalerie ganz gut. Wie die so farblich ist von oben. Ja, hier kann man leider nichts sehen. Hier sieht man nochmal schön die Hintergrundlandschaft. Finde ich mega schön. Und das Coole ist halt, dass wir davon drei Inseln bekommen in diesem Design. Ja, ich hoffe, ich habe jetzt nichts übersehen. Also man hätte sicherlich noch ein paar mehr Details und so rausholen können, aber ihr könnt ja, wenn ihr was gesehen habt, was mega besonders ist, es gerne noch in die Kommentare schreiben. Ich hoffe, ich habe euch jetzt gut informiert. Wir gehen jetzt nochmal zurück zu der Übersicht, damit ihr nochmal eine Liste habt. Bevor wir jetzt aber da hinkommen, ist in der Zwischenzeit, wo ich jetzt gerade hier das Video produziere, noch ein Species Field Guide rausgekommen von dem Atrociraptor. Den schauen wir uns jetzt auch nochmal gemeinsam schnell an. Atrociraptor is bred for great dexterity and high intelligence. They possess immense agility and are versatile hunters. In a pack, these efficient predators are relentless in pursuing their prey. Das war schon. Wir schauen uns das jetzt aber nochmal genauer ein bisschen an. Dromaeosaur Theropod. Das ist wahrscheinlich die, die Gruppe, in die er gehört. Da haben wir ihn, den Atrociraptor. Das ist auch sehr wüstenmäßig hier. Also man sieht hier auch diese Kakteen, die wir schon kennen. Aber die Bäume sehen echt cool aus. Die gefallen mir richtig gut. Die Bepflanzung ist auch sehr, sehr dicht. Ich achte jetzt gerade nur auf den Hintergrund, aber den Atrociraptor haben wir auch schon echt viel gesehen. Was ist das denn jetzt hier? Qualität und Point oder was? Qualität ist allgemein nicht so gut. Tut mir leid, das kann ich leider nicht ändern. Aber hier seht ihr nochmal den Atrociraptor. Ja, jetzt wird es interessant. Das sind jetzt, glaube ich, die Interaktionen. Ah, okay, das war, glaube ich, die Sozialisieren-Animation. Das ist der neue Iguanodon, den kann man da auch schon sehen. Und der wird jetzt gleich von mehreren Atrociraptoren angegriffen. Also, allzu viel haben wir nicht verpasst, aber ich wollte es euch trotzdem nochmal kurz zeigen. Und hier habt ihr dann nochmal die finale Übersicht mit allen Infos über das Dominion Malta Expansion Pack. Sind schon einige Sachen für 20 Euro, also ich glaube, das wird sich auf jeden Fall lohnen, dieses DLC. Schreibt gerne mal eure Meinung zu dem DLC in die Kommentare. Falls ich was Wichtiges übersehen habe oder vergessen habe, hier zu sagen, schreibt es auch gerne in die Kommentare. Und natürlich würde ich mich auch sehr über ein Like von euch freuen, das wäre super, super lieb. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag, macht's gut, haut rein, euer Dandy.